The Other ist ein Comic aus der Star Wars Tales-Reihe, Ausgabe Nummer 16, geschrieben von Jason Hall und gezeichnet von John McCreer. Das hier ist einer der wenigen Handvoll tatsächlich offiziell Kanon-Tales-Comics. Wir erinnern uns, Star Wars Tales ist eine beschissene Reihe mit einem schwachsinnigen Kanon-Nicht-Kanon-Mix. Der Großteil sind Nicht-Kanon-Witzgeschichten, aber es sind auch ein paar wie diese dabei, wo man dann später gesagt hat, ja, okay, weißt du was? Die sind offiziell. Also kommen wir zur Story von The Other, denn die ist tatsächlich interessant. Die Story beginnt nämlich kurz nach der Jedi-Akademie-Trilogie. Also irgendwann in der Zeitspanne. Und Leia hat Mon Mothmas Posten übernommen als Staatschefin und sie zieht jetzt in ein neues Büro um. Und Luke redet mit Leia über ihr Jedi-Training und dass er es schade findet, dass sie sich mehr auf die Politik konzentriert. Leia kontert dann, dass sie und Luke beide wichtige Aufgaben für die Galaxis leisten und dass Leia ja schließlich eine Barriere in der Macht erreicht hat und nicht weiterkommt im Training. Im Büro findet Leia dann ihr altes Tagebuch, weil da steht ein Haufen von ihrem Gerümpel, und sie entschließt sich darin, eine Eintragung vorzunehmen. Und da bekommen wir dann jetzt die Hauptgeschichte. Dieser Comic ist übrigens nur 10 Seiten lang. Sie hatte einen normalen Tag mit ihren drei Kindern, Jason, Jane und Anakin, im Park verbringen wollen, als sie plötzlich von einigen imperialen Anhängern angegriffen wurde. Und sie nutzte ihr Lichtschwert und ihre grundlegenden Machtfähigkeiten, die sie ja von Luke gelernt hat, und besiegte die Angreifer. Aber während des Kampfes wurde Leia klar, wie viel Potenzial in ihr steckt und wie nah sie an die dunkle Seite kam, als sie ihre Kinder verteidigt hat. Und daraufhin hat sie sich entschlossen, die drei mit Winter zu einem sicheren Versteck zu schicken und sich vorerst in ihre politische Arbeit zu stürzen. Und sie ist mit der Entscheidung und der Tatsache, dass sie wohl nie eine Jedi wird, zufrieden, da sie eben ihre Familie hat. Das ist der ganze Comic auf 10 Seiten. Ich finde, es ist eine nette kleine Story. Es ist natürlich schön mit dem Leia-Fokus. Einzig größere Kritikpunkt wären selbstverständlich die Zeichnungen. Die könnte ich besser machen. Also die sehen wirklich scheußlich aus in diesem Comic. Es tut mir herzlich leid. Das ist wirklich, wirklich schlechtes Gekritzel. Also insgesamt, The Other, das ist tatsächlich ein netter Star Wars Tales Comic. Er ist nichts Besonderes, aber er hat eine nette kleine Idee und ist völlig in Ordnung. Also ich habe nichts dagegen. Kann ich ihn jetzt empfehlen und ich sage euch, oh, den müsst ihr unbedingt lesen. Nein, also es ist wirklich kein Must-Read in irgendeinem Sinn. Aber mein Gott, es ist völlig in Ordnung für 10 Seiten. Bis auf die Zeichnungen, wie gesagt. Die Story an sich. Ja. Wenn ihr die Star Wars Tales-Reihe irgendwie besitzt, könnt ihr da genauso gut mal reinschauen.